Wir sind die 10. Legion, Exilanten eines sterbenden Reiches, die einst das Königreich Eb gegründet hatten. 400 Jahre lang haben wir unser Volk geführt und beschützt. Wir sorgten für Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Manche sagen, dass es der Tod des alten Königs war, der das Volk gegen uns aufgebracht hat. Aber es war Jane Cassinda, die das Schwert erhob und uns aus unseren Versammlungshäusern und Anwesen vertrieb. Ich war bei der entscheidenden Schlacht nicht dabei, als die letzten Überlebenden der Legion Jane Cassinda unter den Zweigen eines uralten Baumes gegenübertraten. Daher weiß ich auch nicht, welche Kräfte sie damals im Wald heraufbeschworen hat, um meine Kameraden und Freunde umzubringen. Nach diesem Kampf veränderte sich der Wald. Er verrottete, ging ein. Jane war die Einzige, die den Wald lebend verlassen hatte. 30 Jahre sind seit dem Niedergang der Legion verstrichen und Eb hat harte Zeiten durchleben müssen. Inzwischen Jane Cassindas Truppen im Osten und der königlichen Familie im Westen toben endlose grausame Kriege. Einige wenige Söhne und Töchter der Legion haben überlebt. Ihr gehört zu diesen wenigen. Ich richte mich an euch mit überaus dringenden Nachrichten. Ich weiß, dass ihr keine einfache Kindheit hattet. Ihr wurdet von Haus zu Haus gereicht, um unseren Feinden immer einen Schritt voraus zu sein. Euer Vater, Jumon Baron, war unser letzter Großmeister. Er hätte sich ein besseres Leben für seinen Sohn gewünscht. Aber er und eure Mutter sind schon lange tot, ermordet von Jane Cassinda. Als letzter Überlebender der alten Legion habe ich mich bemüht, euch zu schützen und dafür zu sorgen, dass ihr wie eure Vorfahren ausgebildet werdet, an Schwert und Schild. Aber Jane Cassinda jagt uns noch immer und ich befürchte, dass ihre Spione uns immer näher kommen. Wir können nicht länger warten. Noch haben wir eine Chance, uns zusammenzuschließen, die Legion neu aufzubauen und unser Land von Jane Cassinda zurückzuerobern, bevor es zu spät ist. Die Söhne und Töchter der Legion versammeln sich im Norden, am alten Anwesen eurer Familie. Ich bitte euch, uns im Tal von Ruckenwald zu treffen, so schnell ihr könnt. Helft uns wieder aufzubauen, was verloren war. Euer treuer Freund Odo. Thank you.
offensichtlich versucht noch eine Ratte der Falle zu entfliehen. Ich hatte schon Angst, es wären alle umgekommen. Geht es euch gut? Mir geht es gut, aber wer seid ihr? Sind wir uns schon einmal begegnet? Nein, aber ich habe die Porträts der Mont-Baron-Familie gesehen. Und ihr könnt nur Hugh Mont-Barons Sohn sein. Mein Name ist Martin Giscard. Ich bin ein Freund von Odo und ein Sohn der Legion wie ihr. Ich habe Odo oben nicht gesehen. Könnte er noch am Leben sein? Ich hoffe es. Wenn er es rausgeschafft hat, sind vielleicht ein paar der anderen bei ihm. Verdammt, sie haben uns wieder entdeckt. Wir können nicht länger warten. Ich habe eine Falle vorbereitet. 3 Fässer mit Schießpulver unten auf der Brücke. Dachte mir, ich lenke von meiner Flucht ab, falls sie mich aufspüren. Jetzt müssen wir nur noch die Zündschnüre einfachen. Los, auf zur Brücke! Los, entfach die Zündschnüre. Zwei sind noch nicht entzündet. Beeilung! Nur noch eine. Das Mont-Baron-Anwesen ging in Flammen auf und mit ihm eine Hoffnung auf ein Wiederaufleben der 10. Legion. Das dachte ich zumindest. Ich wusste nicht, dass ihr und Martin Giscard der Zerstörung entkommen konntet. Als ihr in die Nacht floht, trugt ihr die Zukunft der Legion mit euch. Die Feinde dicht auf euren Fersen floht ihr auf ein ungewisses Schicksal zu und durchquertet die verlassenen Weiten des Tales von Ruckenwahl. Während eurer Reise klammertet ihr euch an eine einzige Hoffnung, dass noch weitere Überlebende die sicheren Mauern des Versammlungshauses in Ruckenwahl erreicht haben würden. Es war nur ein schwacher Hoffnungsschimmer, aber er reichte aus, um ihnen im Dunkel der Nacht genug Kraft zum Durchhalten zu geben. Solange ihr noch nicht euren letzten Atemzug getan hattet, lebte die 10. Legion weiter. Doch eure Feinde waren nicht weit, drohten euch einzuholen. Das Schicksal der Legion, das Schicksal von ganz Eb, ruhte auf euren Schultern. Ich kenne diesen Teil des Tals. Wir sind schon weit gekommen. Ich glaube, wir haben das alte Versammlungshaus fast erreicht.
Wenn irgendjemand unserer Freunde noch am Leben sein sollte, werden wir sie dort finden. Erzählt mir vom Angriff. An was erinnert ihr euch? Odo schickte Briefe an alle Nachfahren der Legion. Er wollte sie hier versammeln, als Legionäre ausbilden und dann das Land zurückerobern. Die meisten waren bereits angekommen, als uns die Söldner fanden. Sie umzingelten das Anwesen. Sie müssen die Wachen wohl umgebracht haben. Sie brachen durch Fenster und Türen ein und töteten jeden, den sie finden konnten. Dann... Diese Söldnersoldaten, habt ihr schon einmal gegen sie gekämpft? Es waren Leskanzi, glaube ich. Ein Nomadenvolk aus der Wüste im Norden. Ich habe keine Ahnung, wer sie hergeschickt hat. Leskanzi kämpfen für jeden, der sie bezahlt. Nein, unser wahrer Feind hat uns sein oder ihr Gesicht nicht offenbart. Noch nicht. Ist euch irgendetwas über Odos Verbleiben bekannt? Nein, ich habe ihn aus den Augen verloren, als das Feuer ausbrach. Aber wir einigten uns darauf, uns beim alten Versammlungshaus zu treffen, wenn etwas schief geht. Das reicht mir erstmal an Informationen über den Angriff. Richtig. Vielleicht kann uns Odo mehr erzählen, falls er noch lebt. Ich bin hier noch nie gewesen. Hat dieses Tal einen Namen? Es wird Ruckenwal genannt. Es ist ein schwieriges Land, nicht leicht zu kontrollieren, selbst mit einer Armee. Darum hat Odo diesen Ort ausgesucht. Er dachte, hier wären wir sicher, während wir eine neue Legion ausbilden. Ihr sagtet, dies sei ein schwieriges Land. Gibt es irgendwelche Gefahren, von denen ich wissen sollte? Spinnen. Sie sind so groß wie ein Mensch und äußerst gerissen. Sie befallen Reisende auf der Straße. Und im Wald lauern noch schlimmere Wesen. Habt ihr von den Dackenviren gehört, den Herren der Bestien? In anderen Teilen Ebs sind das nur Geschichten, aber hier draußen sind sie nur zu wahr, glaubt mir. Danke. Das ist alles, was ich über das Tal wissen muss. Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr erzählen konnte. Ich bin selbst erst seit ein paar Wochen hier. Die Legion hatte hier ein Versammlungshaus? In diesem Tal? Sie haben in allen Teilen Ebs Versammlungshäuser gebaut. Selbst an abgelegenen Orten wie diesem. Es waren Festungen, in denen sich die Legionäre trafen. Manchmal aus Geselligkeit, manchmal wegen des Krieges. Ihr hättet das große Versammlungshaus in Stonebridge sehen sollen. Das Hauptquartier der gesamten Legion. Mein Vater nahm mich einmal mit hinein. Lasst uns weitergehen. Wir können uns später mehr unterhalten. Ihr habt recht. Das Versammlungshaus ist nicht weit entfernt. Folgt mir. Wenn unsere Feinde wüssten, dass wir beim Anwesen sein würden. Möglicherweise haben sie unsere Flucht zum Versammlungshaus geahnt. Jedoch haben wir keine Wahl. Wir wollten uns dort treffen. Wir müssen wachsam bleiben. Sie könnten überall auf uns lauern. Zu jeder Zeit. Leskanzi, wie es aussieht. Das kann kein bloßer Zufall sein. Wir sollten uns umsehen.
Vielleicht finden wir heraus, was sie planen. So, auf uns wurde also ein Kopfgeld ausgesetzt. Das heißt, sie wissen, dass wir leben und jagen uns noch immer. Dort ist sie, die Brücke zum Versammlung. Das Haus. Ein weiteres Lager. Sie haben eine ganze Armee angeheuert. Watch it! Das waren alle. Lasst uns zum Versammlungshaus zurückkehren. Kommt schon. Das Versammlungshaus liegt in der anderen Richtung. Dort vorne sieht es nach Ärger aus. Hä? Was? So, so. Scheint, als würde ich doch noch Gewinn bei diesem Auftrag machen. Aus dem Weg. Ich habe nichts mit euch zu schaffen. Gesprochen wie ein Mann von der 10. Legion. Arrogant und töricht. Was für ein Glück, dass ich euch zuerst gefunden habe. Für eure Köpfe werde ich sicher einen schönen Bonus einstreichen können. Wer bezahlt diesen Bonus für das Töten von Legionären? Ich werde nicht für das Beantworten von dummen Fragen bezahlt, sondern für das Töten von Legionären. Werdet munter, Leute! Zeit, etwas Gold zu verdienen! Verdammt, ich wurde getroffen. Von der Waffe dieses Bastards. Wenn wir Glück haben, ist Odo auf der anderen Seite dieses Tors. Ihr seid beide am Leben? Aber ich dachte, nur ich hätte überlebt. Odo, ihr habt es geschafft. Aber wo sind... Die anderen? Die Frauen und Männer, die ich 30 Jahre lang beschützt habe? Tot. Alle tot. Habt ihr eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Jane Cassinda zum Beispiel. Solange wir leben, sind wir eine Bedrohung. Ein Symbol der Nation, die sie zerstört hat. Und dann ist da der königliche Hof oder was von ihm übrig ist. Vielleicht machen sie immer noch die Legion für den Tod des alten Königs verantwortlich. Ihr scheint nicht verletzt zu sein. Wie seid ihr herausgekommen? Ich fand ein paar unserer Leute. Die einzigen, die nicht getötet wurden. Reinald, Hanna und einen der Zwillinge von Drakenberg. Giles, glaube ich. Wir sprangen aus dem zweiten Stock des Hauses und flohen in die Wälder. Fahrt fort. Einige der Söldner sahen uns. Sie feuerten ihre Waffen ab. Ich hörte, wie einer der anderen aufschrie. Dann waren noch mehr Liskanzi vor uns. Wir versuchten uns, den Weg freizukämpfen. Als es vorbei war, waren die anderen tot. Das Einzige, was ich tun konnte, war, hierher zu kommen. Wer könnte noch überlebt haben? Wir müssen sie finden. Diese Halbblut-Liskanzi. Ich konnte sie nicht überzeugen, sich uns anzuschließen.
Aber jetzt hat sich die Lage der Dinge verändert. Es könnte noch den einen oder anderen geben, der noch nicht angekommen war, als wir angegriffen wurden. Schwer zu sagen. Was wisst ihr über diese Lescanzi-Frau? Ihr sagt, sie hat Legionärsblut in sich. Aber steht sie wirklich auf unserer Seite? Sie könnte sich noch als Problem erweisen. Sie wird sich uns wahrscheinlich nicht anschließen. Noch nicht. Wir können ihr nicht trauen, Odo. Sie ist unberechenbar, undiszipliniert und... Das ist jetzt egal. Wenn Legionsblut durch ihre Adern fließt, gehört sie zur Familie. Ich werde sie nicht ausschließen. Wenn sie am Leben sind, werde ich sie finden. Martin, ihr bleibt besser hier. Das sehe ich auch so. Ihr blutet, Biscard, und ihr könnt kaum aufrecht stehen. Ich werde mich um Martin kümmern, aber in diesem Zustand wird er euch keine Hilfe sein. Tut mir leid. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr die anderen findet. Ihr kennt dieses Tal besser als ich. Wohin könnten sie gegangen sein? Rabenbach, das ist die einzige Stadt im Tal. Diese Leute hier standen immer loyal zur Legion, selbst als der Rest von Eeb sich gegen uns wandte. Dann mache ich mich auf nach Rabenbach. Die Stadt befindet sich westlich von hier, überquert die Brücke und biegt dann an der Kreuzung rechts ab. Versucht, Lazar Basili, den Stadtbojar, zu finden. Er ist ein alter Freund und wird alles tun, um uns zu helfen. Und passt auf euch auf. Diese Söldner sind noch hier im Tal. Haltet die Augen offen und kehrt wohlbehalten zurück.
Ihr seid ein Legionär, nicht wahr? Hierher zu kommen war eine schlechte Idee. Warum sagt ihr das? Gibt es irgendwelche Probleme hier? Rabenbach ist eine besetzte Stadt. Ich weiß gar nicht, wie ihr so weit kommen konntet mit all den Leskanzi hier. Wenn die Stadt besetzt ist, warum bewacht ihr dann das Tor? Ein großer Leskanzi-Typ, ein gewisser Boris, hat mir befohlen, das Tor zu bewachen. Der Kerl hat auch schon einen Wachtmeister auf dem Gewissen. Da wollte ich lieber nicht Nein sagen. Wisst ihr, wo ich Lazar Basili finden kann? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Nicht seit die Söldner hier sind. Einige Leute in der Stadt wissen vielleicht mehr, aber ich bezweifle, dass sie mit euch sprechen werden. Und warum? Sie haben Angst. Die Leskanzi haben bereits einen unserer Wachtmeister getötet und sie stellen jede Menge Fragen über Legionäre. Jeder weiß, dass die Legion am Ende ist. Es wäre töricht, euch zu helfen. Werdet ihr mich jetzt vorbeilassen oder nicht? Ich habe nicht Befehl, euch aufzuhalten. Öffnet die Tore! Bitte, lasst mich bitte einfach nur in Ruhe. Kann eine Witwe nicht einmal in Ruhe trauern? Wie ist euer Mann gestorben? Dieser Söldnerabschaum ist einmarschiert und hat Rabenbach erobert. Mein Mann, Vaclav, war ein Wachtmeister in dieser Stadt. Vaclav hat die Eindringlinge zur Rede gestellt und einer von ihnen hat ihn ohne zu zögern niedergestreckt. Kaltblütig ermordet. Ich verfluche alle Leskanzi! Der Mörder muss zur Rechenschaft gezogen werden. Wer war es? Ich hörte, wie die anderen seinen Namen, Boris, riefen, als er... Ich bitte euch, Legionär, rächt dieses Verbrechen! Rächt meinen Mann! Wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen, mit kaltem Stahl. Wie sieht er aus und wo ist er hin? Er trug einen Verband übers Gesicht. Bringt mir diesen Verband, dann weiß ich, dass der Mistkerl tot ist. Ihr müsstet ihn im Nordosten der Stadt finden. Ihr seid in Gefahr. Ich kann euch helfen, aber wir müssen diskret sein. Gebt vor, mich zu kennen. So wie alte Freunde. Oder vielleicht sogar wie Liebhaber. Gefahr? Ist doch ganz friedlich in der Stadt. Diese Stadt ist eine Falle. Eine Armee Leskanzi-Söldner versteckt sich in Oberrabenbach hinter den Mauern. Im Wald außerhalb der Stadt sind noch mehr von ihnen. Sie warten auf euch und eure Freunde. Die Frau, die sie angeheuert hat, sie geht kein Risiko ein. Die Söldner wurden also von einer Frau angeheuert? Wisst ihr, wer sie ist? Ich werde ihren Namen nicht sagen, solange sie in der Nähe ist. Vielleicht haltet ihr mich für töricht, aber ich bin lieber töricht und sicher als tapfer und tot. Ich höre euch zu. Erzählt mir auch den Rest. Folgt der Straße nach Westen aus der Stadt heraus. Meine Schwester wartet dort in einer Höhle auf euch. Ihr Name ist Leona. Ihr solltet mit ihr sprechen. Ihr sagtet, ich solle besser mit ihr sprechen. Warum?
Ihr sucht nach euren Kameraden, nicht wahr? Männer und Frauen mit Legionsblut. Wenn es Überlebende des Angriffs gab, sind sie jetzt Gefangene. Meine Schwester wird wissen, wo sie zu finden sind. Ich brauche bessere Richtungsangaben zu dieser Höhle. Folgt der Straße nach Westen und achtet auf einen Pfad, der in Richtung Norden in den Wald führt. Er führt euch genau zur Höhle. Also gut. Ich werde eure Schwester aufsuchen und mir anhören, was sie zu sagen hat. Wir sollten nicht zusammen gesehen werden. Ich nehme einen anderen Weg und treffe euch später, wenn ich kann. Wie ich höre, wurden alle Mitglieder der Legion getötet und doch steht ihr hier. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Als die Lescanzi die Stadt eingenommen haben, hat einer ihrer Anführer mir einen Gegenstand von großem Wert gestohlen. Ich möchte die Legion bitten, ihn mir zurückzuholen. Was haben die Lescanzi euch gestohlen? Eine kleine Goldstatue von Atsunai. Sie ist schon seit Generationen in unserem Familienbesitz. Sie ist das Wertvollste, was ich besitze oder vielmehr besessen habe. Ein Lescanzi-Hauptmann stürmte plötzlich in mein Haus und nahm einfach meine Statue aus ihrem Schrein. Dann drohte er, meine Frau umzubringen, wenn ich auch nur ein Sterbenswörtchen von mir geben würde. Ich werde euer Eigentum finden, wenn ich kann. Wisst ihr den Namen des Diebes? Ich glaube, sie nannten ihn Ottokar. Er und der Rest dieses Söldnerpacks haben im Wald westlich von hier ihr Lager aufgeschlagen. Nicht so viel herumtrampeln. Ihr vertreibt mir noch die Fische. Warum sucht ihr euch nicht eine andere Stelle, wenn die Fische hier nicht beißen? Ich brauche keine andere Stelle. Ich kenne den besten Angelplatz im ganzen Tal. Das Problem ist nur, dass ich dort nicht mehr fischen kann. Etwas Scheußliches hat sich in meinem Lieblingsteich eingenistet. Als ich letztes Mal dort meine Angel ausgeworfen habe, hätte es mich fast getötet. Was meint ihr? Eine Art Bestie? Ich weiß nicht genau, was es ist. Irgend so ein Teufelsfisch. Von der Größe eines ausgewachsenen Mannes. Und das ist kein Seemannsgarn. Dieses Ding ist gefährlicher als ein Barbier mit Schluckauf. An eurer Stelle würde ich mich von ihm fernhalten. Ich bin von der Legion. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich weiß ja nicht, warum ihr mit dem Biest raufen wollt, aber wenn ihr es ausschaltet, wäre ich glücklicher als eine Fliege im Plumpsklo. Natürlich brauche ich einen Beweis für seinen Tod. Einer seiner Zähne dürfte reichen. Wo kann ich diese Kreatur finden? Geht einfach in Richtung Osten aus der Stadt und dann zum Teich im Süden. Dort findet ihr das Biest. Ihr nehmt etwas von meinem geheimen Köder. Wenn ihr den Teich gefunden habt, werft ihn rein. Das letzte Mal schien der Geruch, das Monster rauszulocken.
gestehen eure Schuld. Ihr seid noch am Leben? Vielleicht seid ihr zäher, als ihr aussieht. Ist das Drecksbiest tot? Es ist tot. Hier ist einer seiner Zähne. Na, da brat mir doch einer einen Storch. Das ist ja nicht zu glauben. Lasst mich raten. Jetzt wollt ihr eine Belohnung. Ich muss wissen, wo ich Lazar Basili finden kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr solltet Grigori fragen. Er folgt Lazar immer wie ein Hündchen an der Leine. Behaltet euer Geld, Jakob. Ich würde euch nur bitten, die Legion in Zukunft lobend zu erwähnen. Ehrlich? Vielleicht seid ihr Legionäre ja doch nicht so üble Typen. Wir beide sollten mal zusammen fischen gehen. Ich lasse euch jetzt arbeiten. In Ordnung. Bis dann.
Eure Taten haben sich schnell in der Stadt herumgesprochen. Vielleicht ist die Legion doch nicht so machtlos, wie die Lescanzi uns glauben machen wollen. Ich weiß, dass ihr nach Lazar gefragt habt. In der Tat hat er Kontakt zu einem etwas undurchsichtigen Legionär aufgenommen, einem gewissen Odo. Das hat dieser Frau, die die Lescanzi angeheuert hat, überhaupt nicht gefallen. Sie hat den armen Lazar in eine der Zellen unter dem Rathaus gesperrt. Das Rathaus? Wo ist das? Es befindet sich im oberen Teil der Stadt, aber dahin ist kein Durchkommen. Die Lescanzi haben diesen Bereich befestigt und lassen niemanden hinein. Woher wisst ihr von diesem angeblichen Kontakt zur Legion? Ich habe die meisten Briefe selbst geschrieben. Ich bin schon seit fast 20 Jahren Lazars Assistent. Die Legion lässt ihre Verbündeten nicht im Stich. Lazar wird befreit werden. Wenn ihr Lazar wirklich retten wollt, stehe ich euch zu Diensten. Wie kann ich helfen? Bringt Odo im alten Versammlungshaus der Legion eine Nachricht. Sagt ihm, was mit Lazar geschehen ist. Wenn es meinem Freund hilft, werde ich tun, was ihr verlangt. Ihr solltet lieber gehen, bevor einer der Lescanzi-Briganten uns sieht und eine Verschwörung gegen sie wittert. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachrichten. Habt ihr meine Statue gefunden? In der Tat. Ich glaube, das gehört euch. Ausgezeichnet. Ihr habt wirklich meinen Glauben an die Legion wieder aufleben lassen. Und jetzt fragt ihr sicher nach einer Belohnung, oder? Ihr seid heute bereits einmal ausgeraubt worden, Anton. Ihr müsst nicht dafür bezahlen, dass ihr euer Eigentum behalten dürft. Gut gesagt. Ich hätte das Gold ja genommen, aber vielleicht ist das ja der Grund, weshalb ich kein Legionär bin. Lebt wohl, Anton. Euch einen guten Tag, Legionär.
Ihr seid von der Legion. Vielleicht bin ich doch noch nicht so stark vom Pech verfolgt, wie ich dachte. Warum denkt ihr, dass ihr Pech habt? Abgesehen von der Tatsache, dass das Schicksal immer wieder meine Pläne durchkreuzt, meint ihr? Ich war dabei, ein paar Waren nach Stonebridge zu befördern. Aber das ganze Tal wimmelt nur so von Liskanzi-Söldnern. Ein ganzer Haufen von denen hat mich auf der Straße überfallen und mir meinen Karren gestohlen. Ich habe selbst noch eine Rechnung mit diesen Söldnern offen. Ich bringe euch euren Karren zurück. Ihr habt mich wohl gerade vor dem Schuldnergefängnis bewahrt. Ich werde euch diese Freundlichkeit zurückzahlen. Bringt meine Waren zurück und ich belohne euch. Natürlich bekommt ihr auch Rabatt auf alles, was ihr kaufen möchtet. Es wird diese Strolche lehren, unschuldige Händler auf der Straße zu belästigen. Ihr habt meinen Dank. Ich kann euch das hier anbieten. Wenn ihr etwas kaufen wollt, schaut euch um. Ich werde euch einen guten Preis machen.
Ich danke euch. Wenn ihr etwas kaufen wollt, schaut euch um. Ich mache euch einen guten Preis. Oh!
Ist er erledigt? Habt ihr den Leskanzi-Hund zur Strecke gebracht? Er ist tot. Ich hoffe, ihr könnt so wenigstens etwas Frieden finden. Dieser Frieden, den ich gesucht habe, war nicht für mich, sondern für meinen Watzlaw. Wenn sein Tod gerecht ist, wird seine Seele den Weg zum Fluss finden. Dann existiert jetzt eine Schuld zwischen uns, Legionär. Eine des Blutes und der Verwandtschaft. Was kann eine alte Frau tun, um solche Schuld zu begleichen? Jemanden zu töten ist keine Belohnung wert. Selbst einen üblen Schurken wie Boris. Behaltet eure Sachen, Ludmila. So viel Edelmut in diesen schwierigen Zeiten? Ich werde eure Entscheidung nicht anzweifeln. Aber eines sollt ihr wissen. Ludmila wird euch immer als Teil ihrer Familie ansehen. Ich muss gehen. Lebt wohl. Da seid ihr. Ich hatte schon befürchtet, meine Schwester wäre zu spät gekommen und ihr wird getötet oder von den anderen gefangen genommen worden. Man sagte mir, ihr hättet Informationen, die nützlich sein könnten. Direkt zum Geschäft? Schade. Ihr wart nicht der Einzige, der dem Gemetzel im Anwesen entkommen konnte. Aber die anderen wurden bald wieder eingefangen oder umgebracht. Bitte erzählt mehr. Die Zeit könnte knapp werden. Dies ist mein Angebot. Ein Schlüssel, der die Zellen der Gefangenen öffnet. Wenn ihr euch beeilt, können sie vielleicht noch gerettet werden. Was haben die Leskanzi mit den Gefangenen vor? Sie werden hier festgehalten, bis die Hexen ihre Rituale vorbereitet haben. Dann werden sie befragt. Ihr meint, sie werden gefoltert, um Informationen preiszugeben? Vielleicht ist das die Art, wie eure Leute ihre Gefangenen befragen. Wir Leskanzi haben eine direktere Methode. Die Hexen werden ein heiliges Feuer vorbereiten, in das die Gefangenen geworfen werden. Im Augenblick ihres Todes werden ihre Seelen durch Magie eingefangen. Was passiert mit den Seelen, nachdem die Hexen sie eingefangen haben? Eine Hexe kann Wissen aus einer Seele herauspressen, wie Wasser aus einem Schwamm. Dieser Magie kann niemand widerstehen, auch nicht die Stärksten. Und wenn der Zauber vollendet ist, lösen sich ihre Seelen in nichts auf. Ich muss mehr über euch erfahren, bevor ich dieser Sache zustimme. Woher weiß ich, dass ich euch vertrauen kann? Ich habe euch nicht in eine Falle gelockt. Ist das kein Beweis meiner guten Absicht? Wenn ihr darauf besteht,
Mein Name ist Leona und ich habe Ziele, die meine Leute nicht teilen. Reicht das aus? Oder wollen wir weiter diskutieren, während die Situation immer brenzliger wird? Was für einen Widerstand muss ich erwarten? Zweifellos standet ihr bereits Liskanzi-Söldnern gegenüber. Unten warten mehr. Aber da ihr es bis hierher geschafft habt, sollten sie kein Problem für euch sein. Die Hexen könnten euch größere Schwierigkeiten bereiten. Ihre Zauber sind tödlich und sie haben Macht über die Toten. Seid vorsichtig. Aber noch wichtiger, seid schnell. In Ordnung. Ich nehme euer Geschenk an. Und wenn ihr euch als aufrichtig herausstellt, habt ihr meinen Dank. Ich bin erfreut zu sehen, dass ich mich nicht in euch getäuscht habe. Geht jetzt. Es wäre besser, wenn ich woanders wäre. Vielleicht sprechen wir uns wieder, wenn diese Geschichte beendet ist.
Die dunkle Schwester scheint uns wohlgesonnen zu sein. Sie hat das letzte vom richtigen Weg abgekommene Kind zu uns geführt. Lasst die Geisel frei und verlasst diesen Ort friedlich, dann verschone ich euer Leben. Ha, ihr habt wirklich Mut, aber das kann ich nicht tun. Mein Auftraggeber fürchte ich weitaus mehr als euch, kleiner Legionär. Aber da ihr jetzt hier seid, habt ihr uns den Ärger erspart, nach euch zu suchen. Seid ihr auch ein Legionär? Ich wusste, dass noch ein paar von uns übrig sein mussten. Ich war nicht sicher, ob ihr mich hier finden würdet. Zumindest nicht rechtzeitig. Was hatte diese Hexe denn mit euch vor? Ich weiß es nicht. Zuerst dachte ich, sie würde mich verhören. Ich sagte ihr, dass sie von mir keine Geheimnisse erfahren würde, aber sie lachte nur. Dann zündeten sie und ihre Freunde das Feuer an. Wenn ihr nicht rechtzeitig gekommen wärt, ich glaube, sie wollte mich bei lebendigem Leib verbrennen. Wisst ihr, ob es noch andere lebend herausgeschafft haben? Ich glaube nicht. Zumindest habe ich vom Inneren dieses Käfigs aus niemanden gesehen. Ihr gehört also auch zu den Nachfahren der alten Legion? Ja. Mein Name ist Armand Dublon, Enkel von Crespin Dublon. Er starb vor 30 Jahren in Stonebridge, bevor ich geboren wurde. Unsere Familie besaß ein Anwesen südlich der Stadt. Wir hielten uns dort für lange Zeit versteckt. Aber Jane Cassinda fand uns. Sie tötete meine Eltern und auch meinen Bruder und meine Schwester. Ich war der Einzige, der entkam. Wie seid ihr hier gelandet? Ich wurde gefangen genommen, im Anwesen. Als die anderen flohen, blieb ich zurück, um ein paar verletzte Männer zu beschützen. Ich tötete ein paar Söldner, aber sie müssen mich niedergeschlagen und hierher getragen haben. Wieso nur hege ich Zweifel an eurer Geschichte? Schon gut, schon gut. Ich rannte in Richtung Hinterausgang, stieß dabei mit dem Kopf gegen einen Balken und wachte hier in diesem Käfig auf. Zufrieden? Wir müssen euch da rausholen. Ihr solltet nun sicher zum Versammlungshaus zurückkehren können. Ich stehe in eurer Schuld. Also dann, wir sehen uns im Versammlungshaus. Und passt auf euch auf. Sehr gut. Das habt ihr souveräner erledigt, als ich erwartet habe. Bravo. Ihr habt meinen Respekt. Also, da ihr ja eure Ziele erreicht habt, würde ich euch bitten, mir einen Gefallen zu erweisen. Ihr habt mir auch geholfen. Euch einen Gefallen zu erweisen, ist das Mindeste, was ich tun kann. Wundervoll. Es ist so schön, wenn der Glaube an jemanden bestätigt wird.
Ich habe einen Schlüssel erhalten, mit dem man die Tore des Gundering-Anwesens öffnen kann. Ich brauche einen großen, strammen Mann, der vor mir da reingeht und aufräumt. Also habe ich natürlich gleich an euch gedacht, Schätzchen. Ich will zuerst mehr über das Anwesen erfahren. Auf dem Gundering-Anwesen wurden früher die Magier der Legion ausgebildet. Sie sind natürlich schon lange tot und das Haus ist verlassen. Aber es könnte trotzdem noch nützlich sein. Ihr habt schon den Schlüssel. Wozu braucht ihr dann noch meine Hilfe? Das Gundering-Anwesen ist verlassen, aber nicht leer. Lord Gundering und seine toten Diener schleichen immer noch durch die Hallen und töten jeden Eindringling. Meine Künste gewähren mir ein wenig Macht über die Toten, aber nicht so viel. Das Anwesen muss befreit werden, bevor ich es übernehmen kann. Könnt ihr mir etwas über Lord Gundering erzählen? Allzu viel weiß ich selbst nicht. Lord Stefan hat viele Legionsmagier ausgebildet. Er war also nicht nur ein Krieger, sondern auch ein Gelehrter. Als die Legion in ihre letzte Schlacht zog, war Stefan nicht dabei. Er verschanzte sich auf dem Anwesen, zusammen mit seiner Familie und seinen treuesten Schülern. Manche sagen, dass er es aus Feigheit tat. Andere, dass er einen mächtigen Zauber ersinnen wollte, um den Krieg dort ein für allemal zu beenden. Aber wie auch immer, er ist gescheitert. Was habt ihr mit dem Gundering-Anwesen vor? Was eine selbstbewusste Hexe sich von einem Ort wie diesem verspricht, fragt ihr? Magie, Schätzchen. Vor der Vernichtung der Legion studierte Lord Gundering alle möglichen magischen Künste. Legionsmagie, Descanzi-Magie, die Zauber der ersten Menschen. Also gut, gebt mir den Schlüssel. Ich kümmere mich darum. Wundervoll. So viel Großzügigkeit verdient natürlich eine sofortige Belohnung. Deshalb erzähle ich euch etwas über eure Verfolger. Was den Angriff auf das Mont Baron-Anwesen betrifft, so haben zwar hauptsächlich Lescanzi-Söldner gekämpft, aber ihre Anführerin war eine Frau namens Rajani. Damit allein kann ich nicht viel anfangen. Könnt ihr mir nicht noch mehr von ihr erzählen? Ich weiß nicht, wer sie ist. Oder besser gesagt, was sie ist. Aber ihr stehen große Reichtümer zur Verfügung. Sie hat die Hälfte der Lescanzi-Clans aus dem Süden von Eb angeheuert und hierher geführt. Und zwar nur, um euch und das Wiederaufleben der Legion aufzuhalten. Ihr solltet wissen, dass sie sich derzeit im Rathaus eingenistet hat. Falls ihr nach Rache dürstet, solltet ihr diesem einen Besuch abstatten. Danke für eure Offenheit. Diese Informationen werden sehr nützlich sein. Informationen sind nur der kleinste Teil dessen, was ich euch bieten kann. Wenn ihr mir mit dem Gundering-Anwesen weiterhelft, könnten wir eine ziemlich profitable Beziehung eingehen. Also gut, hier ist der Schlüssel. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr die derzeitigen Bewohner des Anwesens ausquartiert habt. Diese Tür führt zurück in den Wald. Möge die dunkle Schwester mit euch sein und der treue Hund euch schützen. Da seid ihr ja. Ich wollte mich für euer Vertrauen in mich bedanken, trotz meines Lescanzi-Bluts. Wohin werdet ihr jetzt gehen? Ich werde zu meiner Familie zurückkehren, mein Bester, so schwer es mir auch fällt, mich von euch zu trennen. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder, aber jetzt muss ich... Noch mehr Feinde. Sie wissen, dass wir hier sind. Die Söldner kehren aus Rabenbach zurück. Ich schätze, sie suchen nach euch. Helft ihr mir, gegen sie zu kämpfen? Nein. Wenn sie mich hier sehen, werden sie wissen, dass Leona sie verraten hat. Der treue Hund möge euch beschützen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ah!
Ein Ort des Bösen. Man sollte ihn niederbrennen. Das ist die Stimme einer Frau. Was hält euch hier gefangen? Vater hat etwas... etwas Mächtiges verwendet. Etwas... Verbotenes. Könntet ihr es bitte zerstören? Es flüstert in einer uralten Sprache. Ruf mich weg vom Fürst der Seelen. Es ist im Kellergewölbe. Im unteren Stockwerk. Hier, nehmt. Das ist ein Schlüssel zu... Das weiß nur Vater. Sucht in seinem Studierzimmer. Wenn es einen Schlüssel gibt, ist er dort. Seid vorsichtig. Die Männer meines Vaters werden versuchen, euch aufzuhalten. Sie sind ihm treu ergeben. Selbst im Tode noch.
lasst uns weiterkämpfen. Verbindlichsten Dank. Brockenbeerenküchlein. Brockenbeerenküchlein sind eine beliebte Süßspeise, die häufig anlässlich des Festes zu Ehren St. Hyrans serviert wird. Unglücklicherweise ist Brockenbeerenküchlein nicht das Passwort. Thank you.
nächsten Dach.
Sie öffnen ein Tor. Sie wollen eine Art Wächter heraufbeschwören. Der Legion kehrt zurück. Ihr seid gekommen, um einen Verrat zu rächen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ihr glaubt, ich sei ein Verräter, der sich hier versteckt hielt, während die Legion kämpfte und starb. Das kann ich eurer Seele ablesen. Ihr seid nur ein unwürdiges Abbild dessen, was die Legion einst auszeichnete. Ihr habt kein Recht, über mich zu urteilen.
Blut der Legion kehrt zurück. Ihr seid gekommen, um einen Ihr habt es erraten. Selbstgerechte Male. Ich werde es genießen, euch zu zermalmen. Ihr seid nur ein unwürdiges... Selbstgerecht, ihr seid nur ein Un...
Ihr. Selbst ihr seid nur ein verbindlichsten Dank. Ich muss schon sagen, ihr beeindruckt mich immer wieder. Zuerst meine Hexenschwestern und jetzt Lord Gunderic. Wie ungezogene Kinder in ihre Schranken verwiesen. Ich wünschte, ich könnte euch vernünftig unterhalten, aber ich habe hier so viel zu tun. Von daher muss ich euch nun leider bitten, das Anwesen zu verlassen. Ich lasse euch vorerst hierbleiben, aber dies ist eine Festung der Legion. Wenn die Legion wieder aufgebaut ist, holen wir sie uns zurück. Ich verstehe. Ich muss wohl eure Gewissenhaftigkeit akzeptieren. Seid ihr sicher, dass ihr es euch nicht anders überlegen wollt? Dieses Anwesen gehört der Legion. Es wird im Besitz der Legion bleiben. Oh ja. Ich versprach euch eine Belohnung und ihr sollt sie haben. Hier. Ich glaube, ihr habt es euch redlich verdient. Nun muss ich euch wirklich bitten, mich arbeiten zu lassen. Wenn ihr wünscht, kann ich euch vor das Anwesen begleiten, damit ihr gleich den Weg findet. In Ordnung, schickt mich nach draußen. Aber natürlich. Möge euch die dunkle Schwester auf eurer Reise beschützen.
Nennt das Passwort, wenn ihr Zutritt begehrt. Ist es Krugschädelknacker? Der Krugschädelknacker gehörte zum mittlerweile ausgestorbenen Volk der Krug. Sie waren dafür berüchtigt, aus dem Hinterhalt heraus unachtsam Reisenden große Felsbrocken auf die ungeschützten Köpfe zu werfen. Unglücklicherweise ist Krugschädelknacker nicht das. Das Passwort, wenn ihr zutritt. Das Passwort ist Nagok. Willkommen zurück, Meister.
Seid vorsichtig. Ich weiß, was das ist. Odo hat mir einmal die Geschichte von diesem Ding erzählt. Er nannte es das Herz von Nagok. Aber das ist kein richtiges Herz, oder? Nein, es ist vielmehr ein Artefakt. Laut Odo hat es Stefan Gunderich vor vielen Jahren gestohlen. Ursprünglich gehörte es einem primitiven Stamm im großen Sumpf. Die ersten Menschen wurden sie genannt, glaube ich. Sie erhielten das Herz als Geschenk von einem gefallenen Gott, bevor er wie alle anderen seiner Art starb. Dann birgt das Herz magische Kräfte? Könnt ihr es nicht spüren? Es fühlt sich an wie kleine Nadeln auf der Haut, wenn ich zu nah herangehe. Das Herz ergreift von den Seelen der Toten Besitz. Wenn jemand stirbt, kann das Herz die Seelen des Sterbenden an sich binden. Das ist also mit Alice geschehen. Ihr Vater hat das Herz verwendet, um ihre Seele im Anwesen einzusperren. Ja. Und sie glaubt, dass sie befreit wird, wenn wir das Herz zerstören. Es ist nur ein Gefühl. Ich würde mehr Vertrauen in das Buch legen, das wir gefunden haben. Ihr sagtet, das Herz wurde gestohlen? Von Gunderich? Es ist viele Jahre her, seit mir diese Geschichte erzählt wurde. Aber an das meiste erinnere ich mich noch. Stefan Gunderichs Tochter war sehr krank. Er war sich sicher, dass das Herz sie retten würde. Deshalb führte er eine Schar loyaler Bediensteter in die Tiefen des Sumpfes. Sie fanden das Dorf des Stammes, schlichen sich hinein und stahlen das Herz. Aber bevor sie entkommen konnten, wachten die Stammesmitglieder auf und setzten ihnen nach. Wie ging die Geschichte aus? Nicht so gut. Gunderich war der einzige Überlebende. Alle seine Gefolgsleute wurden von den Wilden getötet oder vom Sumpf verschlungen und seitdem nie wieder gesehen. Gunderich brachte das Herz von Nagok zurück in sein Anwesen, um mit Hilfe der Mächte des Artefaktes das Leben seiner Tochter zu retten. Aber wenn die Geschichte wahr ist, führte es nur dazu, dass das Herz seine Tochter in den Zustand einer ewig Untoten versetzte. Wir haben oben ihren Geist getroffen. Alice hat uns gebeten, das Ding zu zerschmettern. Also mache ich das auch. Danke. Endlich bin ich frei und kann zum Fluss der Seelen zurückkehren.
Ihr seid doch von der Legion, oder? Sankt Hiram sei Dank. Ich dachte schon, niemand kann mir helfen. Mein Mann braucht Hilfe. Er ist... war einer der beiden Wachtmeister von Rabenbach. Der andere wurde von den Lescanzi ermordet, als sie in die Stadt einfielen. Ich hatte Angst um Nikus Leben und bat ihn zu fliehen. Er musste so überhastet aufbrechen, dass er keine Zeit hatte, um Vorräte oder eine Decke mitzunehmen. Könntet ihr ihm dieses Paket bringen? Hat er euch gesagt, wohin er gehen wollte? Er wollte in den Ostwald hinter dem alten Versammlungshaus. Er sagte etwas von einer Höhle, die er als Junge entdeckt hatte. Niku ist kein geübter Jäger. Er kann ja kaum auf sich selbst aufpassen. Bitte nehmt dieses Paket und gebt es Niku, wenn ihr ihn findet. Ich bin froh, dass Rabenbach hinter uns liegt. Habt ihr gesehen, wie vor allem die Männer mich angestarrt haben? Alles haben eure Vorfahren gebaut. Das ist wirklich wunderschön. Ich kam kurz vor euch an und habe Odo und Martin erzählt, was in der Höhle vorgefallen ist. Sie wollen natürlich mit euch sprechen. Ich warte im Portalraum. Ich habe schon viele Geschichten von den Dimensionsportalen gehört, aber nie eins mit eigenen Augen gesehen. Eine Sache noch. Ich habe etwas Krimskrams, Waffen und Rüstungen, die ich aus dem alten Familiensitz gerettet habe. Solche Dinge. Ich würde sie euch gern verkaufen, wenn ihr interessiert seid. Ich verspreche euch, einen guten Preis zu machen. Kommt einfach zu mir, wenn ihr bereit seid. Versammlungshaus ist also ein Turm. Cassindas Armee hat diesen Ort geplündert. Es ist alles noch so, wie sie es hinterlassen haben. Amar hat uns berichtet, dass unsere Feinde die Stadt eingenommen haben. Habt ihr herausgefunden, wer sie anführt? Ihr Name ist Rajani, die gleiche Frau, die uns im Anwesen angegriffen hat.
Lazar ist ihr Gefangener. Ohne Lazar bekommen wir keine Hilfe von den Leuten aus Rabenbach. Aber sie sind ohnehin keine Krieger. Vielleicht ist es auch besser so. Es ist Zeit zuzuschlagen und sie zu überraschen. Diese Rajani hat zwar mehr Kämpfer auf ihrer Seite, aber es sind Leskanzi. Und die kämpfen nur gegen Bezahlung. Wir müssen sie überraschen. Habt ihr schon einen Plan? Oh ja. Habt ihr schon von den Dimensionspassagen gehört? In den Tagen der Legion gab es Dimensionspassagen, mittels derer man eine andere Welt betreten konnte. Die Legionäre konnten eine Dimensionspassage in Stonebridge betreten, da eine Stunde später in Rabenbach rauskommen, wenn man den Überlieferungen glauben darf. Die Dimensionspassagen waren Realität. Ich selbst habe sie benutzt. Wenn die Dimensionspassagen Realität waren, wer hat sie dann gebaut? Wir waren das. Damals, als die Magie der Legion noch stark war. Bevor alle unsere Magier getötet wurden. Das gab uns einen strategischen Vorteil. Wir schickten ein paar hundert Legionäre durch eine Dimensionspassage und hatten plötzlich eine Armee, wo wir sie brauchten. Auch die Bürger des Landes waren davon beeindruckt. Es verlieh uns eine mystische Aura. Die Dimensionspassagen führen in eine andere Welt? Ein verlorenes Reich, das sich immerfort verändert. Wie eine Welt, die vergessen hat, wie auch immer sie vorher gewesen sein mag. Die Dimensionspassagen führen nicht hindurch, sondern daran vorbei, darüber. Ich kann mir den Namen nie merken. Fahrt fort, Odo. Ich glaube euch, dass die Geschichte wahr ist. Geht mir auch so. Erzählt uns, was ihr vorhabt. Hier im Versammlungshaus gibt es auch eine Dimensionspassage. Durch sie können wir nach Rabenbach schleichen und die Feinde überraschen. Das einzige Problem ist das Tor. Ich weiß nicht, wie man es öffnet. Aber ich habe eine Idee. Es heißt, der Ring des Großmeisters sei der Schlüssel zu etwas sehr Wichtigem. Vielleicht lässt sich ja mit ihm das Dimensionsportal öffnen. Der Ring befindet sich dort, wo der letzte Großmeister ums Leben kam. Im Mornwield. Ein bedrückender Ort. Der letzte Großmeister. Das war Hugh Mountbatten. Mein Vater. Ja, euer Vater. Tut mir leid, dass ich euch an diesen Ort geschickt habe. Was könnt ihr mir sonst noch über den Mornwield erzählen? Es ist ein Wald. Uralt. Einst ein Ort der Hoffnung. Jetzt ein Ort der Trauer. Er hat sich verändert. Was ist dort geschehen? Die Legion hatte in diesem Wald ihre letzte Stellung bezogen. Zu dieser Zeit hatte Jane Cassinda die Leute bereits gegen uns aufgebracht. Aufgebrachte Meuten hinterließen bergeweise Leichen ermordeter Legionäre in den Straßen und Städten. Der einzige sichere Ort war dieses Tal, in das sich der Rest der Legion zurückzog. Jane verfolgte sie, sammelte eine Armee, nahm das Versammlungshaus ein und trieb sie zurück in den Mornwild. Wie ging es aus? Odo war nicht dabei. Niemand weiß, was im Wald geschah oder wo genau die Legion bezwungen wurde. Was auch immer sie ihnen angetan hat. Sie hat den Wald verflucht und vernichtet. Das ist eine schwerende Wunde, die nie verheilt. Odo, ihr wart doch ein Legionär. Habt ihr nie gelernt, eines dieser Tore zu öffnen? Ich war ein Späher, ein Spion. Ja, ich war in der Legion, aber ich habe meine Zeit in den Wäldern und Bergen verbracht. Jedes Versammlungshaus hatte einen Meister und einen Magier. Sie öffneten und schlossen die Dimensionspassagen, nicht Leute wie ich. Wenn der Ring dort ist, werde ich ihn auch finden. Sagt mir einfach, wo ich suchen soll. Am Fuße des Turms gibt es eine Tür. Ich bringe euch nach draußen, in den Wald. Hier, den Schlüssel werdet ihr brauchen. Begebt euch nach Osten, wenn ihr das Versammlungshaus verlasst. Dann kommt ihr schon bald zum Mornwield. Die Legion ist in diesem Wald untergegangen. Was immer passiert ist, was immer Jane Cassinda ihnen angetan hat, dieser Ort hat sich verändert. Geht hinein, findet den Ring und kommt wieder zurück. Geht keine unnötigen Risiken ein. Euer Leben ist viel zu wichtig.